Und da sind wir auch schon wieder zum LKW-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi, und dem Auftrag Nummer 56. Ja, das ganze Öl ist ausgelaufen und ein paar Augenblicke später hat der Motor den Geist aufgegeben. Ist das was Schlimmes? So, finde den Grund dafür heraus und ersetze die Teile. Ja, ob es was Schlimmes ist, das werden wir gleich sehen. Also ich denke mal, Probefahrt brauchen wir denn gar nicht machen. Heben wir das Ding gleich mal an. Weil ich denke, dann nehme ich mal... Genau. Als hätte ich es geahnt. Gut, ich mache jetzt zwar hier gerade irgendwie einen kleinen Fehler. Weil eigentlich müssen wir nämlich erstmal das Öl ablassen. So, naja, fast nichts mehr drin, ist klar. Aber... Hä? Schande. Mensch. Oh, ey, ich liebe diesen Mist hier. So, ich hoffe mal. Nein. Nee, oder? Ey, dann muss ich ja wieder komplett alles hier zerlegen. Aber wirklich alles aus... Oh, verflixt, ey. Okay. So passiert's mal, ne? Da dachte ich, das ist wirklich nur Ölwanne raus, fertig ist, aber nein. Naja. War das jetzt schon wieder? Ah ja. Stimmt, der Anlasser muss weg. Ich bin schon froh, dass wir hier deswegen nicht den Auspuff abbauen müssen. Obwohl es eigentlich sinnvoll wäre, aber naja, okay. Das haben wir. Jetzt müssen wir wieder erstmal ablassen. Ja. Jetzt geht's im Motorraum weiter. Müssen wir den kompletten Motor zerlegen. Ey, ist doch wieder. Oh Mann, oh Mann. Gut, wäre aber auch das erste Mal, dass ich jetzt zumindest hier beim LKW-Werkstatt-Simulator wirklich das Ding Motor zerlegen muss. So,
Oh nö, oh nö, oh nö. Och Mann. Kühler muss ich nicht abbauen. So, und jetzt geht es nämlich hier in der ganzen Scheiße wieder los. Ey, das hätte ich jetzt natürlich... Ich hätte es ahnen können, hab's aber nicht, weil ich dachte, warum? Oh, Zeus. Ist ja Gott sei Dank der einfache Auspuff. So. Runter mit dir. Ding ab. So, jetzt können wir das Ding abnehmen. Oh, naja, ich hoffe mal nicht, aber wir werden sehen. Ah, okay, jetzt muss ich tatsächlich doch das Ding erstmal abbauen. So. Nein, das Ding will ich raus. So. Wunderbar. Schauen wir mal, können wir das Teil reparieren oder müssen wir es neu kaufen? Ich hoffe mal, wir können es reparieren. Ja, wir können es. Ist ja mal ein Ding. So. Ja gut, mehr brauchen wir nicht zum Reparieren. Das reicht. Okay. Badum, 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 badum. Kurbelwelle an, haben wir, wunderbar. Dann machen wir mal das Kurbelwellen-Dings da uns da auch mit dran. Yeah! Die brauchen wir nämlich noch.
Aha. Können wir gleich mal gucken. Das war tatsächlich nur die Ölwanne, wa? Komisch, dass ich die Ölwanne nicht reparieren kann, aber naja, gut. Also 800, knappe 900 haben wir jetzt ausgegeben. Oh, Ölwanne. Ja, gut. Haben wir doch mal ein bisschen Plus gemacht, wenn es das wirklich gewesen sein sollte. Seite schon mal, da können wir nämlich hier auch gleich den Riemen wieder drauf machen. Zündkerzen rein. Na? Glühkerzen, Entschuldigung. Ja, ich werde hier teilweise so im Hintergrund so an einige bestimmte Sachen immer erinnert. So, ja, kommst du mal. Mal noch hoch. So, den Rest machen wir dann einfach mal morgen. Ist ja nicht mehr viel. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ne? Immer ein Däumchen nach oben da lassen, würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr das dann auch tut. Und ja, immer fleißig kommentieren, falls ihr was habt, Fragen oder irgendwas, Anmerkungen. Bin für alles offen. Ja, schaut euch mal eine andere Let's Play rein an, vielleicht gefällt euch da irgendwas. Dementsprechend auch dann natürlich immer ein Däumchen da lassen, beziehungsweise abonniert meinen YouTube-Kanal. Ja, dann sehen wir uns morgen. Ich danke euch noch einmal und sage Tschüss, bis morgen, euer Ben Hoshi.